Es gibt Orte auf dieser Welt, die wie ein Kunstwerk aussehen. Meistens sind sie in den abgelegensten Regionen zu finden. Jeder Mensch, der einmal im Leben die Schönheit dieser Landschaften mit eigenen Augen sehen konnte, trägt diese Erinnerungen für immer im Herzen. Viele dieser atemberaubenden Orte sind Wunder der Natur, andere hingegen wurden von Menschenhand erschaffen. Die nächsten 10 Geschichten erzählen von den unglaublichsten Orten auf unserem Planeten, die es tatsächlich gibt. Dir gefallen Videos über geheimnisvolle Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Topwelt und starte noch heute mit uns eine abenteuerliche Reise, um die neuesten erstaunlichen Entdeckungen aus der ganzen Welt zu erforschen. Die Oase in der Wüste. Dieser unglaubliche Ort gehört zu den außergewöhnlichsten Landschaften auf dieser Welt. Die Rede ist von Huacachina. Wie aus einem orientalischen Märchen taucht mitten in der Wüste von Peru eine kleine Oase auf. In der Nähe der Stadt Ica liegt dieses wunderschöne Fleckchen Erde. Umgeben von bis zu 100 Meter hohen Sanddünen bildet Huacachina ein kleines Paradies fernab der Zivilisation. Bei Touristen und Einheimischen der Region ist die Oase bis heute ein Geheimtipp und wird sehr gerne als Ausflugsziel genutzt. Die Entstehung dieses besonderen Ortes ist ein großes Mysterium. Der Legende nach soll eine schöne Prinzessin in der peruanischen Wüste ihren Spiegel zerbrochen haben, da sie sich über einen Verfolger erschrak. Die Scherben verwandelten sich in einen See und zogen die Prinzessin mit in die Tiefe. Seither soll sie für alle Ewigkeit in der Lagune als Meerjungfrau leben. Ein unterirdischer Fluss soll den Ort mit Wasser versorgen. Dieses kleine Paradies gehört zum Kulturerbe Perus und löst bei allen Abenteurern tiefes Fernweh aus. Die Hand in der Atacama-Wüste. Die Atacama-Wüste befindet sich in Chile. Sie ist bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften und besonderen Felsformationen. In dieser Wüste befindet sich außerdem eine ganz außergewöhnliche Skulptur. Immer wieder erschaffen Menschen die beeindruckendsten Kunstwerke. So kam es, dass 1992 ein Künstler eine ganz besondere Idee an diesem ungewöhnlichen Ort verwirklichte. Der Bildhauer Mario Irarrázabal kreierte eine 11 Meter hohe Hand aus Eisen und Zement, die mitten im Nirgendwo in der Nähe der Panamericana platziert wurde. Das Werk erhielt den Namen Mano del Desierto, was Hand der Wüste bedeutet. Die Hand wurde nicht ohne Grund mitten an diesem eigentümlichen Ort erschaffen. Sie ist ein Symbol und Mahnmal gegen die Umweltverschmutzung. Die Hand soll daran erinnern, dass die Erde geschützt werden muss, damit nicht eines Tages überall Wüstenlandschaften entstehen. Diese unglaubliche Skulptur lockt jedes Jahr viele Touristen an und ist ein beliebtes Fotomotiv. Diese riesige Hand in der Atacama-Wüste ist faszinierend und ein wichtiges Mahnmal für die Menschheit. Ein Christus in der Tiefsee. Jeder Mensch kennt die legendäre Christusstatue auf dem Berg Corcovado über Rio de Janeiro. Imposant und majestätisch thront dieser Christus in weiter Höhe dem Himmel entgegen. Doch es gibt ebenso eine Christusstatue, die tief im Meer verborgen auf dem italienischen Ozeangrund verweilt. Der Cristo degli Abissi, der als Christus der Abgründe bezeichnet wird, befindet sich in einer Tiefe von 15 Metern. Im Meeresschutzgebiet Portofino wurde die Bronzestatue 1954 zum Meeresgrund entlassen. Die 2,5 Meter große Statue wurde nach einer Idee des italienischen Tauchers Duilio Marcante entworfen und von dem Bildhauer Guido Galletti konstruiert. Nach dem Tod von Marcante erhielt die Statue eine Gedenktafel. Seit einer Restauration im Jahr 2003 befindet sich der Christus der Abgründe in einer geringen Tiefe in der Bucht von San Fruttuoso. Für Taucher ist dieses Unterwasserkunstwerk ein wunderschöner Anblick, der einmalig auf der Welt ist. Der Vulkan Kilimutu. Dieser Vulkan löst bei allen Abenteurern und Touristen ein tiefes Fernweh aus. Die Rede ist von dem Kilimutu. Der 1639 Meter hochgelegene Vulkan liegt auf der indonesischen Insel Flores. Das Besondere an diesem faszinierenden Ort sind drei Kraterseen, die verschiedenfarbig einen wunderschönen Kontrast bilden. Die Farben der Kraterseen ändern sich mehrmals im Jahr. Blau, grün und rotbraun sind in verschiedenen Tönen und Schattierungen zu sehen. Einheimische aus der Region glauben, dass die Seelen verstorbener Menschen, die in den Tiefen der Krater verweilen, den Farbwechsel des Wassers bewirken. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass chemische Prozesse für das außergewöhnliche Farbspiel verantwortlich sind. Für Wanderer und alle Naturliebhaber ist der Vulkan ein beliebtes Ausflugsziel. Die drei Seen bieten eine perfekte Kulisse für atemberaubende Fotos und Erinnerungen für die Ewigkeit. Der Strand der Schweine. Dieser Strand gehört zu den unglaublichsten Orten auf der Welt. Auf den Bahamas gibt es eine unbewohnte Insel, die ganz außergewöhnliche Bewohner beherbergt.
In dem karibischen Bezirk Exuma liegt der Peak Beach. Offiziell trägt der Ort den Namen Peak Major Cay. An diesem traumhaft schönen und tropischen Strand leben Schweine. Immer wieder besuchen Touristen die Tiere, die als zahm und neugierig gelten. Es ist ein Anblick, der für Verwunderung und Begeisterung sorgt. Die Schweine lieben es, sich im Sand zu sonnen und im Meer zu planschen. So kommt es nicht selten vor, dass Touristen schwimmende Schweine nahe der Insel beobachten können. Die friedlichen Tiere werden gerne mit Früchten und Brot gefüttert und genießen den Kontakt zu menschlichen Besuchern. Es ist bis heute ungeklärt, woher die Schweine stammen. Manche Menschen vermuten, es könnte sich um ausgesetzte Haustiere handeln, die sich auf der Insel vermehrt haben. Die schwimmenden Schweine von den Bahamas gehören eindeutig zu den glücklichsten Tieren auf der Welt und erfreuen jedes Jahr tausende Urlauber. Uluru, der heilige Berg. In der australischen Wüste gibt es einen ganz besonderen Ort. Im Bundesstaat Northern Territory liegt ein riesiger Sandsteinmonolith, der als Wahrzeichen Australiens berühmt wurde. Es wird geschätzt, dass der Felsriese vor rund 55 Millionen Jahren entstand. Lange Zeit war dieser Berg für Menschen auf der ganzen Welt unter dem Namen Earth Rock bekannt. Durch die britische Kolonisation erhielt der Monolith einen englischen Namen. Doch für die Aborigines, den Ureinwohnern Australiens, heißt dieser Berg seit Generationen Uluru und wird als heilig angesehen. Sehr lange Zeit gab es große Konflikte um diesen bedeutsamen Ort. Die Ureinwohner kämpften erfolgreich dafür, dass der Berg seinen ursprünglichen indigenen Namen zurückerhielt und Touristen der Zutritt auf das heilige Land verwehrt wurde. Der Uluru besitzt eine Länge von bis zu 3 Kilometern und eine Höhe von 863 Metern. Diese imposante Erscheinung sorgt weiterhin für große Faszination und gehört zu den schönsten Naturwundern auf der Welt. Dreiländereck Roraima Tepui. Es gibt Orte, die so unglaublich und beeindruckend sind, dass es einem beim Anblick die Sprache verschlägt. Der Tafelberg Roraima Tepui gehört dazu. Er ist einer der höchsten Tafelberge Südamerikas und vereint außerdem die Länder Brasilien, Venezuela und Guyana. Die Einzigartigkeit dieses Giganten ist atemberaubend. Er zählt zu den ältesten Felsformationen der Welt und entstand vor über 2 Milliarden Jahren. Der Gipfel des Bergs beträgt eine Höhe von 2810 Metern. Auf dem Plateau existieren Arten, die nur auf dem Roraima vorkommen. Es ist eine erstaunliche Vielfalt, die sich im Lauf der Evolution verbreitet hat. Von fleischfressenden Pflanzen bis hin zu kleinen Reptilien bietet der Tafelberg unzähligen Gattungen einen Lebensraum. Für die Eingeborenen ist der Berg von großer Bedeutung und Bestandteil vieler Legenden. Dieser majestätische Felsriese ist ein Wunderwerk der Natur und gehört zum Weltkulturerbe Südamerikas. Der Damm des Riesen. Der Giant's Causeway gehört zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten von Nordirland. Etwa 80 Kilometer von Belfast entfernt befindet sich dieses seltene Naturphänomen. Etwa 40.000 aus Basalt bestehende Säulen formen den ungewöhnlichen Damm entlang der Irischen See. Geologen gehen davon aus, dass heiße Lava vor Millionen von Jahren den Steinwall formte. Der geologische Basaltdamm gehört seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wie überall im Land ranken sich Mythen und Sagen um den Giant's Causeway. Einer irischen Legende nach wurde der Damm von dem Riesen Fionn Mac Cumhaill gebaut. In einem Duell mit einem schottischen Riesen wurde der gigantische Wall erschaffen und zum Teil wieder zerstört. Dieser sagenumwobene Ort birgt viele Geheimnisse und zeichnet sich durch eine traumhaft schöne Lage und Landschaft aus. Egal ob Touristen an Aberglaube oder wissenschaftlichen Fakten interessiert sind, der Damm des Riesen ist definitiv einen Besuch wert. Die Wüste in Brasilien. Brasilien ist bekannt für traumhafte Strände und paradiesische Landschaften. Doch was viele Menschen nicht wissen, weit oben nördlich im Land befindet sich eine atemberaubende Wüste. Im Nordosten erstreckt sich entlang der Küste in einem Gebiet von über 1000 Quadratkilometern die Lençóis Maranhenses. Das Dünengebiet könnte aus einem orientalischen Film entsprungen sein. 1981 wurde das Gebiet zum Nationalpark erklärt. Was diese Wüste ganz einzigartig macht, sind die vielen Lagunen, die sich zwischen den Dünen befinden. Dank des Wassers beheimatet es unzählige Tierarten, die im Schutz des Nationalparks ihre Jungen aufziehen können. Schildkröten, die vom Aussterben bedroht sind, legen zwischen den Dünen ihre Eier ab. In Brasiliens einziger Wüste findet täglich ein beeindruckendes Naturschauspiel statt. Für Touristen ist ein Besuch im Nationalpark daher ein besonderes Erlebnis. Brasiliens Wüste gehört zu den unglaublichsten Orten auf diesem Planeten, die es tatsächlich gibt. Die Skulpturen von Alaska. Eine ganz besondere Kunstausstellung wurde in Alaska inszeniert. Am Strand von Anchorage befinden sich über 80 Skulpturen, die in unterschiedlichen Formen und Posen Menschen darstellen.
Sie wurden aus Zement, Gips und Sackleinen hergestellt. Hinter diesem Projekt steht die Künstlerin Sarah Davies. Die Amerikanerin möchte mit den Figuren auf die menschliche Psyche aufmerksam machen, die Verletzlichkeit und Stärke widerspiegelt. Durch Wind und Gezeiten wurden 2015 viele der Skulpturen beschädigt. Drei verschwanden sogar spurlos und sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Kürzlich wurde befürchtet, dass die Ausstellung vor dem Aussteht. Doch dank vieler Spenden und dem Engagement von Unterstützern konnten alle Figuren restauriert werden. Hinter vielen dieser besonderen Skulpturen befinden sich die Geschichten echter Menschen, die von Leid, Krankheit und Hoffnung erzählen. Nach dem Wiederaufbau wurde die Kunstausstellung an einem anderen Ort platziert, wo die Objekte nicht den starken Gezeiten des Meeres ausgesetzt sind. Dieses außergewöhnliche Kunstprojekt im fernen Alaska bleibt in denkwürdiger Erinnerung. Dies waren 10 unglaubliche Geschichten über Orte, die es tatsächlich gibt. Welche fandest du besonders interessant? Schreib uns einen Kommentar und tausche dich mit anderen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klick auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.